Also was wir bisher gemacht haben, ist sowohl mit der Scheune als auch mit dem Unternehmerverband der Kreativwirtschaft hier in Dresden einen Workshop veranstaltet, ein Fachgespräch, wo über 60 Veranstalter hier aus Dresden und Umgebung wirklich die Situation analysiert haben, die für sie sich ergeben würde mit diesem neuen Tarif ab 2013 für die GEMA. Wir haben einen Forderungskatalog zusammengestellt, den wir auch heute übergeben wollen, um einfach auf die Situation hinzuweisen und auch die GEMA jetzt hier nochmal zu Verhandlungen zu bringen. Wir Grünen wollen einen fairen Interessensaustausch zwischen Kulturschaffenden, zwischen Künstlerinnen und Künstlern und den Nutzern ihrer Produkte, ihrer Ideen. Wir sind klar dafür, dass die Künstlerinnen gerecht entlohnt werden und deswegen wäre eine Lösung eine Fairnesspauschale, die erhoben wird von den Nutzern im Internet und dann an die Künstlerinnen und Künstlerinnen gerecht umverteilt wird. Denn auch die Kulturschaffenden haben kein Interesse daran, dass ihre Fans kriminalisiert werden.